comment on the match? Ja, es war für uns ein ganz schweres Spiel. Wir wussten, dass die Neuseeländerinnen sehr stark sind, sehr hohes Tempo spielen können. Und wir haben in den ersten Minuten richtig Schwierigkeiten gehabt, uns da reinzuarbeiten in das Spiel. Und es hat etwas gedauert, bis wir da drin waren. Haben leider da schon das Gegentor gehabt und sind dann ein bisschen hinterhergelaufen, leider. Aber nachher muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Die Mädels haben immer stärker gespielt, haben viel Druck entwickelt, viele Chancen rausgearbeitet und hat es leider am Ende nur zum 1-1 gereicht. Ein bisschen zu wenig. Okay, he said, we know that New Zealand was a very strong opponent. They play a very high speed, a very high pace. And we have the first 10 minutes, we have really difficult to find in the game. The problem was, I think the atmosphere, the fans are very loud. So our girls were just a little bit impressed of that. And the next thing was we got that that score very early from New Zealand. So we have to fight back, and we have to put very much power in that fighting back. So yeah, we have to. After 10 minutes, I think we were in the match, and then the girls played really well. They become better and better, and so I think the match really was then equal. So both teams have big chances to score, but I think in the D sometimes we went to concentrate. Yeah, not really concentrate enough. So we missed again to score earlier, so we have to wait very long. But in that moment when we score, everybody really was self-confident, and you can see that. And then we become a lot of chances. It's a pity that that one goal they didn't code it. That was really a pity, but well, I think for this match we can be very happy and very proud of our play. Did you try to change anything at halftime? Ja, wir haben unser Defensivsystem etwas umgestellt und dadurch auch ein bisschen mehr Druck auf Neuseeland bekommen. Wir haben viel mehr Bälle abgefangen. Wir konnten viel mehr und viel schneller kontern und dadurch haben wir natürlich auch eine große Anzahl an Chancen rausgespielt, die wirklich sehr gut waren. Wir haben viele 1 gegen 1 Situationen gehabt, wo wir allein vor dem Torwart standen und den ruhig ausspielen hätten können. Dann haben wir, glaube ich, 6 Hecken im ganzen Spiel geholt, das war sehr gut, aber ein bisschen zu hektisch, ein bisschen zu unkonzentriert und dadurch hat es leider nicht gereicht für uns. In the halftime we changed the defensive system so that we took more